Hallo liebe Pilzfreunde und herzlich willkommen zu meiner letzten Waldrunde an diesem ersten Augustwochenende. Ich habe heute richtig Lust, unbekannte Wälder zu durchstöbern. Nicht nur unbedingt auf der Suche nach Pilzen, sondern nach spannenden Habitaten, zum Beispiel mit dicken alten Eichen, dicken alten Buchen oder sonst irgendwelchen interessanten Baumbeständen, die man vielleicht bei uns in der Region nicht ganz so oft findet, wie vielleicht auch woanders. Dementsprechend habe ich mir auf Google Maps jetzt einfach 3-4 Wälder rausgepickt, ja, die ich jetzt nacheinander anfahren möchte. Hier werden wir so eine Stunde, vielleicht auch eineinhalb Stunden rumstöbern. Zeigt sich überhaupt was Pilziges? Entdeckt man irgendwelche eben interessanten Habitate, bei denen es sich lohnen könnte, dann auch in ein paar Wochen nochmal vorbeizuschauen. Wird also bestimmt eine spannende Runde mit hoffentlich der ein oder anderen Überraschung. Ja, und da würde ich mich natürlich wieder freuen, wenn es mich dabei begleitet. Auf geht's! Schaut mal, den Bachlauf habe ich euch gerade von der anderen Seite gezeigt. Bin jetzt so 3-4 Minuten den Trampelpfad entlang und was sehe ich hier? Eiche, Eiche. Eiche, noch eine Eiche, da hinten noch mehr Eichen und noch mehr Eichen. Genau auf solche Ecken habe ich spekuliert und gehofft. Ja, dass das jetzt nach wenigen Metern schon klappt, ist der absolute Oberhammer. Was fasziniert mich an Eichen? Gerade bei Eichen, ja, kann man die seltensten und spannendsten Sachen finden. Nicht unbedingt gleich jetzt. Ist vielleicht auch noch ein bisschen früh momentan dieses Jahr, weil es aktuell sehr, sehr sommerlich ist. Auch für die nächste Woche ist wieder sehr, sehr sommerliches Wetter vorausgesagt. Aber es geht ja heute nicht nur darum, irgendwelche spannenden Pilze zu entdecken, sondern genau nach solchen Ecken würde ich suchen. Ja, und die erste Ecke haben wir damit schon gefunden. Sehr schön. Sorry, dass bis jetzt so wenig Pilziges, nämlich eigentlich gar nichts dabei war. Ich habe schon ein paar vertrocknete Speisetäublinge, einen alten, relativ zerfledderten Frauentäubling, Samtfußkrämplinge und Gallenröhrlinge gefunden, aber alles nicht super spannend und nicht unbedingt zeigenswert. Zeigenswert ist dafür das hier. Schaut's mal, ich bin immer noch im gleichen Waldstück unterwegs und aus einem, ja, eher so Kalkbuchen-Eichen-Mischwald ist jetzt plötzlich eigentlich saurer Nadelwald geworden. Überall Heidelbeeren und ein fast reiner Kiefernbestand. Und nach was schreit es hier oben natürlich? Ja, es schreit nach Kiefernbegleitern. Vielleicht sogar Edelreizgern, vielleicht Körnchenröhrling, Butterpilz, ringloser Butterpilz, Sandröhrling, Kuhröhrling und Co. Ja, da bin ich mega gespannt, was sich hier dann im Herbst und Spätherbst zeigt. Vor allem der Oktober ist bei mir zumindest der Monat, wo sich's am meisten lohnt, nach Kiefernbegleitern zu schauen. Und da werden wir hier zumindest an dieser Stelle auf alle Fälle nochmal schauen. Alleine wegen dieser Stelle mit den vielen Eichen und diesem fast reinen Kiefernbestand hat sich schon gelohnt, dieses Waldstück hier zu entdecken. Ja, ich bin wirklich im Wald, ja, und es gibt hier wirklich auch Pilze, aber hier ist die Trockensituation scheinbar wirklich noch krasser als in den umliegenden Wäldern. Ich bin gar nicht so weit von den Habitaten entfernt, vielleicht Luftlinie, ja, von dem einen 5 und vom anderen 10 Kilometer. Ja, aber wie es halt immer so ist, die Niederschläge im Sommer sind sehr punktuell und hier drüber scheint es leider mit am wenigsten geregnet zu haben. Und dementsprechend sieht wirklich jeder Fund bis jetzt so aus wie dieser Täubling. Ja, und ich denke, jetzt werden wir noch eine kleine Schleife hier drehen durch die Kiefernbestände und dann gehen wir langsam wieder zurück zum Auto und schauen uns dann das nächste Habitat an. Die erste Stunde ist nämlich schon wieder vorbei. Manchmal ist es wirklich lustig. Vorher habe ich noch gesagt, ja, hier bei den Kiefern, die ganzen Kiefernbegleiter, habe sie aufgezählt, zumindest ganz typische Kiefernbegleiter, habe die Kamera ausgemacht und mir gedacht, oh Gott, jetzt hast du eigentlich einen der wichtigsten und bekanntesten Kiefernbegleiter vergessen. Auf wen spiele ich an? Wer hat schon eine Idee? Gerne in die Kommentare schreiben. Wie es halt immer so ist, man denkt sich, ah, jetzt habe ich die Art vergessen und ein paar Meter weiter findet man sie dann. Tatsächlich steht hier eine krause Glucke, ganz typisch am Fuße von einer Kiefer. Die krause Glucke ist insofern interessant, dass die Art nicht nur als Folgezersetzer in Erscheinung tritt, sondern auch parasitär. Das bedeutet, man kann sie sowohl auf lebenden Kiefernwurzeln in der Regel finden, aber auch auf Totholz, zum Beispiel an Stümpfen. Die krause Glucke ist, wie die meisten wissen werden, einer der absolut besten Speisepilze überhaupt. Ja, und im Vergleich zu den anderen Funden, ihr habt den Täubling ja vorher gesehen, sieht die zwar auch extrem vertrocknet aus, aber noch eine Spur besser.
ist erst die zweite grause Glucke, die ich im Pilzjahr 2024 finden darf. Bis jetzt war noch keine dabei, wo ich sagen würde, die kann man für Speisezwecke sammeln. Die erste war schon relativ mitgenommen durch Schneckenfraß, glaube ich. Ja, die war schon so ein bisschen am Zerfallen. Und die hier, ihr seht es, ist leider komplett vertrocknet. Bisher also kein gutes Gluckenjahr. Die breitblättrige Glucke, da hätte ich auch schon ein paar Mal die Standorte kontrolliert, war bisher noch gar nicht da. Ich bin mittlerweile im zweiten Habitat angekommen. Da ganz in der Nähe hat man letztes Jahr schon ein ganz, ganz tolles Habitat entdeckt, wo wir unter anderem den dornigen Stachelbart als Erstfund hatten. Ja, und ich bin jetzt hier die ersten Meter unterwegs und es sieht gar nicht mal so schlecht aus, zumindest was die Feuchtigkeit betrifft. Laut Radar ist hier auch gestern ein Gewitter drüber gezogen. Ja, und das verdeutlicht nochmal, wie nahe da extreme Trockenheit und dann doch so gewisse Feuchtigkeit im Boden bei uns aneinander liegen. Bin hier vielleicht so 20 Minuten bis zu dem Habitat gefahren. Jetzt heißt's Daumen drücken, vielleicht klappt es nicht nur mit dem ein oder anderen Fund, sondern vielleicht auch mit einem Erstfund. Das fehlt an diesem ersten Augustwochenende bisher nämlich leider noch komplett. Schauen wir mal. Stellt euch mal folgendes Szenario vor. Ihr durchkämmt einen völlig unbekannten Wald, alles komplett vertrocknet, ihr findet aber wenigstens Frauentäubling, Gallenröhrling, Speisetäubling, harter Zinnobertäubling und grause Glucke, aber alles mit Trockenschäden. Dann denkt ihr euch, ja, dann gehst doch so ein bisschen mehr nach dem Regenradar, fährst dahin, wo es in den letzten Wochen sowieso mehr geregnet hat, wo es gestern auf der Nacht laut Regenradar ein Gewitter gab, dann schlenderst du hier 45 Minuten durch den Wald und siehst nicht einen Pilz. Absolut pilzleerer Wald hier, sehr, sehr schade. Ja, absolut nicht, denn ihr seht sie schon, wenigstens junge, frisch wachsende Samtfußkrämplinge. Aber dass nach 45 Minuten ein Samtfußkrämpling als einziger Fund herhalten muss, ja, und sonst wirklich gar nichts zu sehen ist, nicht mal klebrige Hörnlinge, uiuiui, das ist schon wirklich krass. Ja, so in 20 Minuten versuche ich sie jetzt noch. Und je nachdem, ob sich da dann doch noch was Spannendes finden lässt, brechen wir unsere Zelte auch hier wieder ab und fahren noch in das dritte Gebiet. Schaut's mal, wenigstens der orange-rote Häftelnabeling lässt sich hier im Moos noch finden. Und gerade wenn so wie jetzt die Sonne drauf leuchtet, ja, da kann man die schönsten Aufnahmen auch bei so winzig kleinen Fruchtkörpern machen. Und ein paar Meter weiter klappt sogar nochmal und zwar mit einem Doppelpark und einem größeren Fruchtkörper. Hier sehen wir jetzt auch die ganz, ganz typische Lamellenstruktur. Die Lamellen stehen nämlich ganz weit voneinander entfernt und sie laufen auch vergleichsweise weit am Stiel herab. Ich bin mittlerweile schon auf dem Weg in Richtung Auto. Ja, und jetzt finden wir mal den Kandidaten, den ich hier mindestens erwartet hätte. Genauso wie irgendwas in die Richtung Schwefelkopf oder meinetwegen auch Stockschwämmchen. Irgendwelche Folgezersetzer, die hier auf dem total durchnässten Totholz eigentlich leichtes Spiel haben sollen. Wen haben wir hier? Ja, ich würde mal vom wurzelnden Schleimrübling ausgehen. Nehmen wir den Fund mal raus. Der wurzelnde Schleimrübling ist ein Folgezersetzer, den ich vor allem in Kombination mit Buchen finde. Also überall, wo es Buchen gibt, fühlt sich auch der wurzelnde Schleimrübling normalerweise wohl. Ganz besonders häufig finde ich die Art eher in den Sommermonaten, also von Juni bis August, aber auch im September und Oktober kann man die Art ein bisschen weniger, aber doch auch regelmäßig finden. Der wurzelnde Schleimrübling wäre sogar essbar, verwendbar ist aber vor allem der Hut, denn der Stiel ist extrem starr und steif. Ja, und hat eine relativ unangenehme Konsistenz. Warum Schleimrübling? Weil die Hutoberseite bei feuchter Witterung schleimig ausfällt. Warum wurzelnd? Ja, ich zeig's euch, schaut's mal. Der Stiel wurzelt oft ganz tief im Substrat und alles, was hier so ein bisschen eher weißlich ausfällt und mit Erde behaftet ist, war im Prinzip ganz tief im Substrat, irgendwo im Wurzelbereich von dieser umgeschnittenen Buche verankert. Immerhin noch ein weiterer Fund für die heutige Fundliste. Das soll es für die heutigen Waldrunden dann doch gewesen sein. Da vorne seht ihr noch einen in sich zusammenfallenden Frauentäubling.
Fazit zu heute und zum Wochenende generell. Ja, erstmal zu heute. Das erste Habitat, da freue ich mich echt schon auf die nächsten Wochen. Wenn da mal Regen fällt, bin ich mega gespannt, wie sich das da entwickelt. Das sieht da so spannend aus mit diesen dicken Eichen, ja, und diesem Wechsel dann von dem Laubmischwald zum fast reinen Kiefernbestand. Ja, ich glaube, da werden wir dieses Jahr ein paar Mal vorbeischauen und hoffentlich dann auch, so würde ich es zumindest erhoffen, den ein oder anderen Erstfund fürs Pilzbuch machen. Das zweite Habitat, ja, da sah es nicht ganz so gut aus. Zwar ist es hier viel, viel, viel feuchter, aber pilztechnisch tut sich da kaum was. Und auch so wirklich krass interessante Ecken, so wie es im ersten Wald der Fall war, konnte ich hier leider nicht entdecken. Ansonsten schwankt bei uns in der Region das Pilzwachstum momentan extrem. In dem einen Wald entdeckt man eine wunderbare Artenvielfalt, vor allem bei Täublingen und auch bei den Pfifferlingen war da ja einiges los. Ja, und in den anderen Wäldern, da muss man froh sein, wenn man irgendwo im Moos den orangeroten Häftelnabelling oder mal den wurzelnden Schleimrübling erspäht, weil sonst einfach gar nichts zu sehen ist. Also komplett zweigeteilt, obwohl wir hier jetzt nicht wirklich 300 Kilometer oder so gefahren sind. Nee, das spielt sich alles innerhalb von 30, 40, 50 Kilometern ab. Ja, das macht es auch aktuell auf der einen Seite schwierig, auf der anderen Seite spannend, weil man nie so genau weiß, was einen erwartet, egal ob man den Wald kennt oder nicht. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche und dann sehen wir uns schon bald auf der nächsten Waldrunde oder im nächsten Pilzporträt. Macht es gut und bis dann.